So, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga. So. Da wollen wir natürlich heute wieder anknüpfen an den letzten erfolgreichen Spiele. Und ja, definitiv auch gewinnen. Mal gucken. Wir sind momentan Zweiter. 4 Spieltage oder 5 Spieltage vor Ende der Hinrunde. Und dann können wir wieder so ein bisschen. Jetzt heißt der nächste Gegner bei Leverkusen. Also, das wird auch nicht gerade einfach werden. Aber naja, schauen wir mal. Meistens sind das die Gegner, wo es heißt, ja, das wird nicht einfach werden. Meistens sind das dann die Gegner, die man dann doch packen kann. Wir sind Zweiter momentan. Wir sind jetzt Richtung Champions League. Und da ist ein Transfer von Timo Becker reingekommen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade da keinen Bock drauf. Angebot ablehnen. Lass mich in Ruhe. So, bevor das jetzt irgendwie die ganze Zeit eskaliert, dass wir meine jungen Spieler weg. Ich bin froh, dass ich einen habe, der da echt wohl gut Powerback hat. Der letztens Spiel sogar eine Vorlage gemacht hat. Gehe ich den mal auf Angebote blocken, weil dann brauche ich da auch keine Gedanken mehr drüber zu machen. Ist kein schlechter, definitiv für die neue Saison. Genau, bei Beginn. Ja, international spielen wir nicht, damit hat sich das Thema erledigt mit Mustafi, aber ich brauche ihn momentan einfach schlichtweg nicht, weil mir Ciao und Bella Kotschop da hinten drin sehr gut gefallen. Oh, Patrick Weise, habe ich den nicht mal. War der nicht mal bei. Der war doch bei uns am Anfang der Saison, ne? Genau, der war bei uns damals mit Beginn der dritten Liga, sondern nämlich wieder gewechselt. Beziehungsweise dann. Ne, Leverkusen hat ihn zurückgeholt, so rum, weil er dann nicht mehr gespielt hat. Weil er am Anfang relativ gut dabei war und dann hat er ordentlich nachgelassen. So, geht jetzt gleich weiter. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Vor allem gegen seinen Ex-Club. Wir zeigen es Ihnen live. Vor allen Dingen gegen seinen Ex-Club. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. 3 Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dann anknüpfen. Die Nummer 23, Marco Richter. Die Nummer 16, Javairo de Rossu. Und mit der Nummer 19, Lucas Alario. Übrigens der letzte Name, der mir in der letzten Folge nicht eingefallen ist bezüglich der Transfers, neben den 3 genannten, Dosun, Hübers und Dosun, Hübers und Schonlau, genau. War übrigens Viktor Palzorn von Darmstadt 98 als nächster Innenverteidiger. Aber auch Ivan Rakic hätte gesagt, ja, warum komme ich nicht einfach vielleicht mal irgendwann zurück? Wäre auch cool, wenn er kommen würde. Ist kein schlechter. Mal schauen. Ist ja von Magath damals ein bisschen so quasi verjagt worden. Und das ist die Aufstellung der Leverkusener. Also einfach wird es definitiv nicht. Aber mal gucken. Ist es ein Heimspiel? Wir wollen gewinnen und ja, schauen. Becker. Den ich jetzt definitiv mal einen Riegel vorgezogen habe vor diesen ganzen Zwerggerüchten, weil es sind einige Vereine dabei, die ihn nur gerne hätten. Ich will ihn aber weiter aufbauen und deswegen sage ich mir einfach gerade erstmal ein bisschen Ruhe einbringen. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Nein, 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 nein,
Und dann haben wir den Rose, der ja, mit Tempo wiedergeben. Schalke jetzt über außen. Flanke an den kurzen Pfosten. Ah, schade. Die Flanke hat er. Radecki holt sich diese Flanke problemlos aus der Luft. Ja, gut gelöst. Ja, da kann er nicht. Kann er nichts machen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwas abzuspielen. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, wir gehören dazu. Ich bin mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es so spannend. Ja, vielleicht. Vizemeister wird schwierig werden oder Herbstmeister. Na, und dann ist es das Einzige für Leverkusen. Genau das ist genau das, was ich meine. Das Ganze entstand erst. Jo, aber gut gespielt. Definitiv muss man sagen, dass die Leverkusener da abgezockt sind. Paulinho mit der Mainz zu 0. Was, oder mit dem, ja, 0 zu 1 auf 13 Minuten. Und das hätte ich gerade wieder so ein bisschen an das Spiel gegen den HSV. Da hat der Gegner quasi auch mit der ersten Chance die Tore gemacht. Bailey kommt nicht rein. Oder Lario verzieht. Also, ja, vielleicht trifft er heute. Mal gucken. In seinem nächsten Club. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier das erste Tor. Ah, gut gelöst, weil der frei war. Alario. Alario, weil es. Der Winkel ist zu spät. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ah, der Keeper war dran. Das hier gibt's Ecke. Und die gibt's auch. Köpft den Ball wieder zurück. Die Flagge kommt. Da können Sie erstmal klären. Ja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit, wie es gleich weitergeht hier. Oh, gut gelöst. Und der Vorteil für Schalke. Ja, aber das, da musste gelb geben. Da kannst du auch, gelb geben. Also jetzt hat der zweimal eine Alke. Glatt rot sogar. Glatt rot für Zinkgraben, okay. Weil eigentlich was. Das Ding noch. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen bei Gelb. Das ist gelbreich. Ja, er geht von hinten. Ja, doch, obwohl, er geht von hinten rein. Also Notbremse war es nicht, aber es war einfach wegen dem, weil er von hinten in den Ball rein, in den Mann reingegangen ist. Hat er festgehalten lange und dann hat er gesehen, das schaffe ich nicht. Nochmal hat er dann nachgezogen. Nee, alles okay. Also wie gesagt, ich denke mal, so ganz mit der roten Karte kann man durchaus leben. Also, Pause, steht 0-1 momentan, Latza. Aber man ist ein Mann mehr. Und dann, ja, und dann spielt man diese Situation nicht gut. Also, warum der Latza sich selber probiert. Also, wie gesagt, weiter läuft es auf jeden Fall für Schalke. Jetzt momentan zwar liegt man 0-1 hin, aber die Leverkusener sind nur noch ein Mann weniger auf jeden Fall. Ja, und auch der Bailey, der Schwolo hält das Ding auf jeden Fall. Wie jetzt immer, jetzt wieder das erste Gegentor seit einiger Zeit. Ja, gut gemacht. Ah, schade. Paulinho. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Braithwaite. Noch die Chance da. Jetzt haben wir. Also ich glaube, mit dem Schwolo habe ich einen guten Keeper verpflichtet. Amiri. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Ja, Wolf, die Schalker sind hier fast auf Augenhöhe. Müssen bei ihrer Linie bleiben. Vielleicht noch ein bisschen sich mehr reinhauen. Die eigenen Stärken ausspielen. Dann geht das. Schöne Flanke. Jetzt nicht! Pfosten! Also das wäre es doch gewesen. 41. Minute, das Ding klatscht an den Pfosten. Also die nächste Chance, das sind Rose und die rechte Seite der Schalker, die ist so gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Paulinho, der Torschütze. Paulinho. Das ist das gleiche, die gleiche Situation auf meiner Seite, nur mit dem Unterschied, dass es diesmal reingeht. 0 zu 2, 44. Bailey.
Es ist die gleiche Situation. Der Ball geht an den Pfosten der Leverkusen und unser Pfosten. Wir betreffen Leverkusens Pfosten. Der Ball geht nicht rein und das ist das Eigentor von Schwolo. Und den habe ich erst gelobt. Aber er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür. Er hat es versucht. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Amiri. Braithwaite. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das ist ärgerlich. Ja, das ist halt, ne? Du kriegst halt das Gegentor. Bayern gegen RB Leipzig. Ja, gut, okay. Das. Ich werde jetzt den Doppelwechsel vollziehen. Ich werde jetzt Piontek bringen, weil ich muss jetzt einen Ticken nochmal offensiver werden. Ich liege mit 2-1 hinten. Ja, mit 2-0 hinten und muss es jetzt einfach richten. Es ist halt quasi nur den Zehner zu opfern und dafür den Stürmer noch zu bringen. Leverkusen mit dem Anstoß. Mal sehen, was hier in der zweiten Hälfte noch geht. Es ist einfach jetzt gerade nochmal eine offensive Variante zu bringen. Also Kobylanski raus, Piontek rein. So nur so nebenbei gerade. Defensiv machen sie es gut. Weg ist der Ball. Anspiel kommt gut. Ah, der... Und damit dankt er sich natürlich. Ja, da machen sie sich zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Gut gelöst da von den Leverkusenern jetzt mal. Die Runde der letzten 16 im Deutschen. Oh, viel Platz jetzt. Den trifft er. Ja, hier muss. Ne, oh nein, auch noch in Leipzig, ey. Das ist doch. Aber da muss ich mir jetzt gerade keine Gedanken machen. Ich muss jetzt versuchen, dass ich hier rauskomme aus diesem Spiel. Gabriel. Guter Vorstoß da jetzt. Feierabend. Die hauen drei Dinger aufs Tor. Sind mit einem Mann weniger. Die hauen mir drei Dinger raus. Und dann noch 0-3. Ja, frei vor dem Tor und ich komme nicht rein. Mann! Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seiten aus. Ja, aber was ist das? Es ist typisch einfach. Paulinho. So, und jetzt sind hier noch. Jetzt vielleicht mal noch eine Situation. Piontek! Piontek! Geht da noch was? Vielleicht. 62. Naja, mal gucken. Also, jedenfalls das 1-3, Entschuldigung, natürlich. Und vielleicht hat man ja doch noch eine Möglichkeit. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da hat er sich abgesetzt Letzer. Und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell. Tor Nummer 5 für ihn. Versenkt das Ding eiskalt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Na, mal gucken. Ja, gut gelöst von Alario. Und dann nochmal Marco Richter. Mann! Da kommt die Flanke. Er ist da und hat den Ball. Da der kommende Gegner der Leverkusener. Dortmund. Ja, es geht also gegen Borussia Dortmund im nächsten Spiel, dem Achtelfinale im deutschen Pokal. Da kann ich den Favoriten ausmachen. Komm mal jetzt. Was? Wofür gibt's den Namen für Leverkusen? Den Ball hab ich, den haben die doch rausgehauen. Leon Bailey. Kramaric. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Gut gemacht, Latzer. Die Chance auf den Konter. Mann! Kein guter Konter. So darf spiel den Ball doch mal aus. Da kann er sich den Ball holen. Da trennt er ihn. Ich komme aber auch nicht in. Nicht in den Zweikampf da hinten rein. Nicht durch, sagen wir es mal so. Amiri.
Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? Tja, das wird eine Niederlage werden für die Schalker. Ein bitteres Ergebnis, ein ganz bitterer Spielverlauf. Hatten sich so viel vorgenommen heute, Wolf. Also ich bin ganz ehrlich, so kenne ich Piontek. Weißt du, anstatt dass der Ball einfach mal in die Richtung Tor geht, dann wird mit dem Fuß dazwischen und fällt jetzt noch 5 Kilometer weg. Es gibt einen Wechsel. Die Nummer 9. Leon gute Chance für eine Flanke. Die Nummer 10. Super Aktion, gut geklärt. Der Kopfball geht ins Aus. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Geht nach innen. Mann, das kann doch nicht sein, ey. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. So, eine Minute kriegen wir hier noch. Ja, dann ist Feierabend. Ganz sicher, auch dieser Ball. Ach, fuck doch, du. Deutlich gesehen, wo die Defizite der Mannschaft liegen. Die haben sie. Das ist jetzt klar. Naja, weiß ich nicht. Irgendwo war auch ein bisschen Glück mit dabei. Weil ich schieße den Ball an Faust und der Torwart hält den. Der Gegenzug kriegt der gleiche Situation. Die Leverkusen schießt an Faust und der Ball geht rein. Und dann kriegst du so einen Sonntagsschuss da hinten rein. Es war möglich. Es war vielleicht was möglich gewesen. Naja, ist halt passiert. Sehr ärgerlich, weil es war vielleicht ein bisschen mehr drin. Damit haben wir auch wieder mega Rückstand auf jeden Fall auf die Spitze oben. Das sind jetzt, glaube ich, 8 Punkte. Gut. Ärgerlich, aber nicht änderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem DFB-Pokal. Und dann geht's zu RB Leipzig. Das wird auch wieder alles andere als einfach, vor allem mit dieser 1:3 Niederlage gegen Leverkusen im letzten Spiel. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Naja, okay, dann würde ich sagen, Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und dann um 18 Uhr. Bis dahin und tschüss.